Hallo meine lieben Schätzlein, all die so nicht genannt werden möchten, und willkommen endlich zu einem Review einer Uhr, die ich persönlich schon ewig lange feiere, nie besessen habe und es eigentlich nur einen Grund gibt. Sie ist mir einen Tacken zu klein, aber sie hat die ideale Tragegröße für viele von euch da draußen. Und damit herzlich willkommen zu einem Review einer in diesem Fall Gebraucht-Uhr von Sinn im Navitimer Style, und zwar der 903 ST. Dieses Schmuckstück haben wir aktuell bei Ur Luxury im Shop und ich habe es mir nicht nehmen lassen. Ich habe gesagt, Daniel, her damit, ich möchte diese Uhr reviewen für euch, weil das ein eigentlicher 1:1 eine Navitimer ist. Ja? Es ist für mich sogar der bessere Navitimer-Ersatz für all die, die sagen, ich hätte gerne bei einer Navitimer mehr Wasserdichtigkeit. Denn das hat Sinn ganz anders gelöst und viel besser gelöst. Und wie sie das gelöst haben, erkläre ich euch, wenn ihr, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, endlich mal auf Abonnieren drückt. Ich glaube, so 30–40% der Leute, die meinen Kanal schauen, haben noch nicht abonniert oder sind frisch dazu gekommen. Deshalb, ja, es würde mich freuen. Wir sind kurz vor den 50.000. Aktuell etwas ruhiger im Sommer und von daher wäre es schön, wenn wir die jetzt endlich mal erreichen würden. So, jetzt geht es um diese wunderschöne Uhr. Ja, wieso darf Sinn, werden sich manche fragen, denn eine solche Uhr so nah an einer Navitimer bauen? Das ist ja fast eine 1:1 Kopie. Ja. Das liegt daran, dass Sinn während der Quarzkrise, der Helmut Sinn, ein kleiner Fuchs, es geschafft hat, aus Breitling, während die in Zahlungsschwierigkeiten waren, wie so viele in der Quarzkrise, von Breitling, ich glaube, 500 Gehäuse sich hat sichern können und die Zusicherung, die Navitimer in diesem Design, natürlich dann unter dem Markennamen Sinn. Ich habe gehört von einer sehr netten Quelle, ja, die ich jetzt hier nicht näher beziffern möchte, die ich auch jetzt nicht als das muss so gewesen sein, ich sage jetzt mal hier heranführen kann. Aber es hieß wohl auch, da gab es wohl auch ein bisschen Rechtsstreitigkeiten, denn man hatte wohl eher gedacht, man hätte das Ganze auch weiter auch unter dem Namen betreiben können und etc. Aber am Ende hat es das halt nicht irgendwie gereicht und naja, man durfte auf jeden Fall in dieser Form vom Design her nur eben dann unter dem Namen 903 ST diese Uhr weiter bauen. Also genau, ihr werdet ja sehen, das ist ja so ein bisschen Vintage-Design und genau hatte sich Helmut Sinn damals die Rechte an den Navitimer 806 und 809 sichern können. Und ich finde, das macht heute noch mehr diesen Charme aus, dieser Optik, denn wir haben hier eine hochmoderne Uhr mit im Übrigen einem La Jouperie-Werk, das ist interessant, also Schaltradchronograph, also sehr, sehr schön, auch optisch sich das Ganze mal anzuschauen, ein kleines Augenweidchen, lassen wir jetzt so stehen. Ja, und trotzdem in einer modernen Uhr. Und die Navitimer hatte schon immer, und das ist das, was die Fans der Navitimer schon immer nervt, ist die 30 Meter Wasserdichtigkeit. Was zur Hölle sind 30 Meter? Ja, ich kack drauf, dass das eine Fliegeruhr ist und die ja nicht ins Wasser sollen. Wir sind alles nicht die Piloten, die jetzt hochsteigen und nie das Wasser berühren. Zugegeben, mit einem Lederband würde ich eh nicht ins Wasser gehen. Aber da kann man ja auch ein schönes Kautschuk dran machen und dann würde ich damit gerne ohne Angst ins Wasser gehen. Ja, 30 Meter sollten natürlich auch bei der Navitimer reichen, tun sie im Regelfall aus, aber ich weiß nicht, das ist irgendwie so wie... Ihr kennt das, der See ist zugefroren, der müsste das Gewicht schon tragen, oder? Und ob das immer so ist, ich weiß es nicht. So, was hat Sinn gemacht? Sinn hat einfach die Funktion, die Breitling nutzt, und zwar die Lünette mit der Hand zu drehen. Ja? Die haben sie aufwendig integriert in das Gehäuse. Dementsprechend habt ihr oben eine kleine Krone, da habt ihr eine Krone. Guckt nicht auf meinen zermatschten Finger, ich habe mich an einer Schublade gequetscht. Und da könnt ihr dann die innenliegenden Ringe verstellen. Das ist so schön und einfach ist es wahrscheinlich nicht, aber es ist halt deshalb so schön. Dadurch hat man eine Krone, Kronendichtung. Dementsprechend hat diese Uhr eine Wasserdichtigkeit von 100 Metern. Ja, und das ist doch vollkommen ausreichend. Und mich stört auch nicht die Krone da oben. Ich finde diese Uhr einfach nur gelungen. Das ist eine richtig schöne alte Navitimer Optik. Ja, wohlgemerkt Optik. Nein, es ist eine Sinn 903 ST. Nicht, dass wir hier Verwechslungen. Es ist keine Navitimer. Die sieht nur so aus. Aber es ist keine Hommage, denn es ist eine offizielle Sinn. Ja, also, wunderschöne Uhr. Die Uhr könnt ihr aktuell bei uns für 2.899 € kaufen. Ist ein sehr, sehr guter Kurs für diese Uhr. Ja. Natürlich bei Ur Luxury. Ich verlinke euch das mal unten in der Beschreibung. Und vom Zustand her ist die sehr, sehr gut. Die ist 11 Jahre alt, hat also auch schon einen gewissen Charme, weil sie ein gewisses Alter hat. Aber die ist tippitoppi. Und wenn wir die Uhr umdrehen und uns dieses Werk angucken mit gebläuten Schrauben, das sieht einfach nur schön aus. Ich finde es wirklich, es ist eine ehrliche, schöne Uhr mit der Optik einer Navitimer, mit dem, wie soll man sagen, noch den Genen von Helmut Sinn hier drinnen. Ja, ich finde es die schönste Art, so eine Art, ja, also wenn man sagt, ich habe die Kohle nicht für eine Navitimer, aber ich kann das Geld für eine Sinn ausgeben. Denn gerade heute ist das ja preislich doch ein gigantischer Unterschied. Ja. Dann finde ich das sogar fast die charmantere Lösung. Ja, meine Güte, ich bin ein deutscher YouTube-Kanal. Ja, und Sinn ist eine deutsche, traditionsreiche Marke. Und deshalb fahren hoch. Germany, 10 Points. Nix so wieder zuletzt. Ne? Vergesst was. Wir reden nicht über Politik auf diesem Kanal. Kommen wir doch mal zu der Größe. Sie ist nämlich 41 mm, 42, 42,5, das wäre es für mich gewesen. 41 ist mir etwas schmal. Es geht, ja, ich weiß, es geht. Und viele werden jetzt wieder sagen, ja, wieso, was hast du denn, das passt doch. Wisst ihr, es ist ja oft auch ein Gefühl, das man hat, dass man sagt, passt das nicht. Und heute habe ich gerade das Gefühl, es geht eigentlich doch. Es ist so tagesformabhängig. Boah, sie ist ein Tacken schmal ist sie, aber ja, aber genau das ist das. Ich hänge dann immer und denke mir, ja, aber so, sonst hätte ich mir die schon längst geschnappt. Ich weiß nicht, vielleicht komme ich doch irgendwann nicht drum rum, einfach weil ich sie in der Kollektion gerne hätte, muss ich sagen. Im Übrigen hat Sinn ja sowieso ganz interessante Uhren. Ihr wisst, Sinn macht ja immer sehr nah einem Zweck gebunden Uhren. Und Sinn hat unter anderem auch eine Jagduhr. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht Jäger ist oder an dieser Uhr Interesse hätte. Ich meine, wir sind ja auch nicht alle Taucher und haben Interesse an dieser Uhr. Mal davon abgesehen, dass sie eigentlich für die heutigen Jäger gar nicht mehr geeignet ist, könnte ich sie mal reviewen. Aber das mache ich vielleicht auf meinem Zweitkanal oder meinem zweiten Kanal. Zweitkanal hört sich so wie die Abstufung von diesem Kanal an. Nein, es ist mein zweiter Kanal, den ich ins Leben gerufen habe. Ihr wisst, ich bin selber noch junger Jäger, ja, seit einem Jahr. Und ich gehe da regelrecht drin auf, weil ich wirklich diese Jagd und das Ganze drumherum als etwas ganz Neues begriffen habe. War mir vorher so nicht klar. Und ja, da auf dem Kanal könnt ihr mal reinschauen, Expedition Wildpfad. Heißt das Ganze, ich verlinke es euch auch mal unten. Könnt ihr sehr gerne abonnieren und vielleicht review ich dort mal aus jagdlicher Sicht die Sinn Jagduhr. Hm? Was meint ihr? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. So, meine Lieben, kommen wir wieder zu der Uhr mit 41 mm. Ja, das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Sie ist allerdings ziemlich hoch und das wollen wir ja. Lasst mich raten. Ach, ich wollte gerade sagen, keine Batterie drin, doch. Ihr seht, das Ding ist oft im Einsatz. Es hat nur so einen schönen Quietschscharm. 7,4 ist sie hoch. Also wenn man mal auf der Höhe des gewölbten Glases misst. Horn zu Horn können wir dann natürlich ganz horny mal messen. Sind 24. Ah, das ist das Problem. Ha, ich wundere mich gerade schon. Mir kam das nämlich alles so seltsam vor. Der hat genau... Das ist ja mal witzig. Ich muss mir gerade Seron. Also, ihr müsst jetzt alles doppelt nehmen. Diese Schieblehre, wahrscheinlich, weil sie quietscht. Oder ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin ja nicht so der Schieblehren-Typ. Also, ich bin ja nicht so dieser Handwerker. Also, klar hat sie keine Höhe von 7,4. Ihr müsst mal 2 rechnen. 7,4, sagen wir 7,5, also ungefähr 15 Höhe. Horn zu Horn sind dann dementsprechend, ich weiß nicht, warum das nur die Hälfte anzeigt, keine Ahnung, ganz seltsam. Also wenn wir jetzt 24 haben, 48 und Innendurchmesser dabei ist mir sofort aufgefallen, 11 mm, also 22er Bandanstoß. Und dann könnt ihr euch hier auch mit verschiedenen Bändern austoben. Da gibt es ja eine ganze Menge Möglichkeiten. Und ihr könnt ja ein Potpourri machen, ihr macht da einfach ein schönes Breitling-Kautschukband dran. Ach tja, da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, also für mich nach wie vor eine wunderschöne Uhr. Antimagnetisch ist im Übrigen auch. Glasboden haben wir hier bei dieser Uhr auch. Das Datum hat so einen schönen, etwas geschwungene Schriftform, sehr klassisch, relativ... flach unterm Glas, aber trotzdem irgendwie präsent, also wirkt nicht so bratpfannenmäßig. Ja, ist eine Traumuhr. Für mich ist es eine Traumuhr und da blutet tatsächlich schon wieder das Herz, weil man sich denkt, so meine Güte, das wäre auch noch so ein Sammelobjekt, ne? Ich meine, wir sammeln uns ja alle irgendwie immer verrückt und blöde, ne? Das ist ja so, ne? Also brauchen tut man das ja nicht. Aber... ich merke so aktuell, weil ich habe auch wieder vieles mal wieder abgestoßen und merke ich so, da fehlt mir doch wieder mal irgendwie dies und jenes noch. Und ja, deshalb halte ich meine Sammlung auch tatsächlich immer klein, um einfach immer wieder mal neue Sachen in der Sammlung zu haben. So, und jetzt bin ich gespannt. Wie viele von euch haben diese Sinn oder einen Navitimer zumindest oder beides in ihrer Kollektion? Und wer sie haben möchte, eine... gibt es jetzt für einen guten Kurs. Wer möchte, kann dort zuschlagen. Und ja, ich glaube, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Wir haben noch viele weitere Angebote, ja, auf Ur Luxury. Schaut mal rein. Auch wenn ihr uns Uhren anbieten möchtet, auch kein Thema. Aktuell machen wir meistens das Ganze auf Kommission, weil wir da eine fairere Lösung für alle Seiten haben. Deshalb, naja, fragt einfach mal an. Das macht der Daniel alles. Der ist sowieso wieder in... Übermorgen kommt er aus dem Urlaub wieder. Sehr schön. Sehr schön. Dann kann ich endlich die Füße wieder hochlegen, sonst muss man ja hier arbeiten. Meine Lieben, macht das gut, genießt das schöne Wetter draußen, ist ein Träumchen und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Video, Review, was auch immer. Bis dahin mal. Ciao, ciao.